Hallo Leute, hier ist wieder der Jens und heute möchte ich euch endlich zeigen, wie man meine Minecraft Monsterkanone der Ambassador baut. Okay, heute möchte ich auf eine Eisscholle bauen, denn ich habe keinen besseren Platz gefunden. Und als erstes beginnen wir mit einem Timer. Dieser Timer muss 8x7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der da hinten ist der 8. Okay, damit hätten wir dann das Rechteck schon fast gemacht. Hier noch. Oh nein. Gut. Das füllen wir jetzt noch aus, das gute Stück. Falls ihr euch fragt, welches Material ich hier gerade benutze, das ist Zement. Das findet man an Stränden, ist aber recht selten. Ich persönlich habe jetzt den Inventory Editor genutzt, weil bisher war es mir noch nicht möglich, eine Minecraft-Kanone ohne das zu bauen. Okay, jetzt haben wir das geschafft. Und jetzt zählen wir mal ab. 1, 2 und den dritten Block zerstören wir. Jetzt zählen wir wieder ab. 1 und den zweiten Block von hinten zerstören wir. Zerstören noch hier das. Und gut. Hier noch. Und hier noch. Okay. Sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Jetzt platzieren wir eine Redstone-Fackel hier. Hier stapeln wir zwei Blöcke an. Platzieren einen Redstone hier. Und Redstone-Fackel hier. Und hier. Okay. Jetzt platziert ihr einen Zementblock oder welches Material auch ihr immer benutzt auf dieser Redstone-Fackel. Und jetzt macht er dasselbe Muster wie ich. Ihr seht, jetzt ist eine L-Form und jetzt macht ihr so ein Schachbrettmuster. Gut, jetzt zählt ihr ab 1, 2, 3 und am vierten Block platziert ihr wieder einen Block. Und ihr wiederholt das Muster. Also so, 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 so und so. Jetzt platziert ihr Redstone-Fackeln in jeden dieser Lücken. Shane. Jetzt nehmt ihr Redstone Dust und platziert es überall hier, also hier. Dann an jeder Ecke, wo das so, also die, jeder Block, der diese Lücken trennt. Sagen wir es so. Ja. Gut. Und jetzt noch hier auf diesen Seiten. Nicht hier, nur hier. Und jetzt platzieren wir auf diesen Block, der auf dieser Redstone-Fackel steht, platzieren wir einen Redstone. Gut. Und jetzt machen wir das einfach mal weiter hier. Ah ja, ich habe ja schon mal ein Tutorial zum Timer veröffentlicht. Aber wir machen das gleich nochmal hier. Okay, jetzt platziert er eine zweite Schicht. Und das Ganze noch auf der anderen Seite. Shane. Und jetzt platziert ihr Redstone-Fackeln komplett hier an diesen Seiten. Wir gehen noch zur anderen Seite. Und noch hier. Das machen wir jetzt auch nochmal für diese Seite. Und normalerweise müssten fast alle, außer dieses hier, rot werden. Und jetzt noch hier. Okay. Jetzt sind wir wieder hier oben. Und jetzt auf dieser linken Seite, das ist die Seite mit dieser Stufe hier, und wo dieser Block auf der Redstone-Fackel stand. Das nehmen wir jetzt einfach mal linke Seite. Platziert ihr an der hintersten Redstone-Fackel einen Block. Und jetzt macht ihr wieder ein Schachbrettmuster. So. Und jetzt so. 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 Ihr seht. Und jetzt noch auf der anderen Seite. Das ist jetzt eigentlich ziemlich einfach. Hier. Ein Schachbrettmuster. Und jetzt hier. Hier. Und hier. Gut. Jetzt nur noch wenig zu tun für den Timer.
jetzt platzieren wir auf der Seite mit der Stufe, also linke Seite, platzieren wir alle in die Richtung, alle Redstone-Fackeln, also dass die von der Stufe weggucken. Außer eine Redstone-Fackel, die ist speziell, und das ist diese hier, die wird so platziert, damit sie zur anderen Seite weiterleitet. Und auf der rechten Seite machen wir es in diese Richtung, damit sich diese beiden Redstone-Fackeln kreuzen. Gut. Und jetzt platzieren wir nur noch in jeder Lücke eine Redstone. Und dann wären wir eigentlich auch schon fertig mit dem Timer. Ihr seht, die werden jetzt alle rot. Oh, oh. Irgendwas habe ich jetzt vergessen. Sekunde. Hier. Genau. Gut, okay. Und jetzt können wir eigentlich mal einen kleinen Test starten. Einen kleinen Testlauf. Also wir platzieren es einfach mal hier. Und so. Ziehen eine Bodenplatte hier. Zerstören hier ein kleines wenig Eis. Ein kleines wenig. Und platzieren Redstone hier und eine Redstone-Fackel hier. Ihr seht, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Müsste es so machen. Ihr seht, sie ist aus, und wenn ich jetzt drauf trete, dürft sie nach ein paar Sekunden, nach 3 Sekunden, rot leuchten. Genau, ihr habt es gesehen. Okay, perfekt. Gleich nochmal. Ja, Shane. Okay, dann zerstören wir die Bodenplatte erstmal wieder hier. Und unser Testobjekt. Gut. Und jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Kanone. Ihr müsst das später dann noch schön machen. Ich will euch nur das Basiswissen für diese Kanone vermitteln. Also, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Bei diesen 5 baut ihr jetzt eins hoch und hier eins hoch. Noch eins. Damit es so eine Form gibt. Also praktisch ein Rechteck mit den Maßen 5 mal 3. Und jetzt platzieren wir Redstone-Fackeln hier drinnen. Gut. Und jetzt bauen wir hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut, hier können wir dann draufstehen. Das ist praktisch unsere Kommandobrücke. Und jetzt ziehen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt bauen wir wieder je eins hoch und machen wieder dieses Rechteck. Und jetzt platzieren wir, wie schon vorher, Redstone-Fackeln. Jetzt platzieren wir hier an diesen Seiten noch Redstone, Blöcke. Kann man eigentlich Redstone auf Eis platzieren? Nein. Also müssen wir jetzt... Ja, das ist ein wenig ungünstiger Ort. Machen wir es einfach mal so. Gut. Das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite. Und danach kommt ein ganz besonderes Schmankerl. Also auf Land zu bauen ist wesentlich besser, merke ich gerade. Aber wenn wir jetzt einmal hier sind, machen wir das auch noch fertig. Gut, okay. Und jetzt ist etwas Spezielles. Wir müssen praktisch eine Überbrückung einbauen. Weil diese Distanz schafft das Redstone einfach nicht. Es ist einfach so. Also bauen wir jetzt eine kleine Überbrückung. Ist echt extremst einfach. Welche Richtung machen wir sie? Okay. Dann zerstören wir erstmal das wieder. Das war nur, um das Wasser wegzubekommen. Und... Nein. Gut. Jetzt platzieren wir Redstone hier und bauen hier runter. Jetzt platzieren wir einen Block hier und eine Redstone-Fackel hier. Platzieren hier wieder einen Block drauf. Und platzieren hier eine Redstone-Fackel. So, ihr seht, der Kreislauf ist wieder geschlossen. Und jetzt
bauen wir praktisch einen kleinen Weg aus Redstone zu diesem Gebilde. Okay. Hier brauchen wir dann auch wieder eine Überbrückung. Also diese Kanone soll jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen, wie schon vorhin gesagt. Nur zur Demonstration. Okay. Und noch einmal. Ich hoffe, man sieht jetzt noch was, weil es nämlich Nacht wird gerade. Können wir eigentlich gleich mal diesen Redstone-Weg bauen? Schön. Jetzt bauen wir wieder die Überbrückung. Nochmal zur Übung. Block, Redstone-Fackel. Block auf Redstone-Fackel. Redstone-Fackel. Und jetzt zerstören wir das noch und platzieren einen Redstone hier. Und wie ihr seht, gehen alle Redstone-Fackeln aus. Wird es der Timer betätigt, werden nach ein paar Sekunden, geht nach ein paar Sekunden diese Fackel aus, auch nur für einen kurzen Moment. Damit geht dieses Redstone aus, diese Redstone-Fackel auch. Und damit werden diese Redstone-Fackeln angemacht und sie zünden das TNT, was dann darauf liegt. Ganz einfaches System. Okay, das bauen wir jetzt mal ein wenig grazil zu. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zum eigentlichen Kanonenbau. Ach ja, hier, ihr seht, hier habe ich gerade Clay gefunden, also Zement. Auf Englisch heißt Clay. Ihr bekommt das immer als solche kleinen Teile und die könnt ihr zu Ziegeln schmelzen. Yeeha, Shane. Okay, kommen wir jetzt zum Kanonenbau.